Hallo liebe Fans, liebe treue Fans des Europaparks, ein herzliches Willkommen, guten Morgen. Soyez le bienvenu ici à l'Europapark. Il y a les Français ici. Il y a les Italiens. Und die Schweizer haben wir vorher schon gehört. Die Alpenbläser aus dem schönen Schweizerland. Wir freuen uns, dass Sie die Anreise zum heutigen Eröffnungstag des Europaparks auf sich genommen haben und schon so früh hier vor den Toren des Europaparks stehen. Es ist Tradition geworden, dass wir in jedem Jahr Sie persönlich hier am Haupteingang begrüßen, um Ihnen Dank zu sagen, um Sie auf die neue Saison einzustimmen. Wenn in Ruß gefeiert wird, wenn ein Fest ist, dann scheint die Sonne. Ein Applaus an die Sonne. A very well welcome to the English-speaking guests. We do have some under us. Are there English-speaking guests? Two. Three. Now there are many. Welcome also to you. Long way from England to here, but the TGV, I think you can do it in 6 or 7 hours over Paris towards Ringsheim to our station close to Europa Park. Wir haben gerade gehört, die Integration im Europapark funktioniert. Internationale Mitarbeiter aus 100 Ländern haben Sie heute Morgen begrüßt und der Brasilianer hat schon vergessen, seine Landessprache zu sprechen. Er spricht besser Deutsch als Brasilianisch. Sie haben das gehört. Wir haben in diesem Winter sehr viel gearbeitet. Wir haben in dem Winter sehr viel für die Qualität, für das innovative Programm des Europaparks zur 50. Saison für Sie geleistet. Wir sind sehr früh am Start, Mitte März, aber wir sind zuversichtlich, dass auch die lange Saison Ihnen viel Freude macht und dass Sie es kaum erwarten können, den Europapark zu besuchen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Treue in den allen vielen Jahren. Es sind nunmehr fast 50 Jahre und wir starten heute zur 50. Saison. Kurz vor dem 50. Geburtstag im nächsten Jahr. Wie gesagt, wir haben sehr viel renoviert, gestrichen, gepflanzt. Die Gärtner waren fleißig. Sie werden sehen, rund 150.000 Blumen sind ausgepflanzt und die Großattraktionen werden in Kürze eröffnet. Voltron, alle sind schon gespannt, wir sind es gefahren, wir sind schon kräftig am Testen. Ich kann euch eins versprechen, es ist eine der schönsten Achterbahnen in der Welt. Wir haben nicht zu viel versprochen. Wir wissen es nunmehr, nachdem wir selbst die Bahn mehrfach getestet und begeistert waren, was wir an Kurven, an Überschlägen, an Beschleunigungen auf dieser großartig gebogenen Bahn erleben. Auch Österreich ist recht weit vorwärts gekommen. Wir werden in den nächsten Wochen auch dort zwei neue Großattraktionen eröffnen. Den Blauen Enzian, den Sie ja seit vielen Jahren kennen, ein komplett neues Fahrgeschäft. Die Wildwasserbahn, die alte, treue Wildwasserbahn. Aber sie fährt nunmehr durch Schluchten, durch österreichische Alpenlandschaft. Und es ist ein ganz neuer Eindruck für Sie entstanden dort im österreichischen Dorf. Und für die Kinder und Kletterer und die Bergsteiger unter den Schweizern und Österreich gibt es da reichlich viele, haben wir den Trail, den Erlebnistrail und natürlich auch die Zauberwelt der Diamanten ist zurückgekommen. Also es ist alles wieder so, wie Sie es sich vorstellen. Neue Shows, neue Angebote im Laufe der Saison. Und ein großartiges Programm für das nächste Jahr ist auch schon in Planung. Also bleiben Sie uns treu. Herzlichen Dank, dass Sie uns immer wieder besuchen. 80% sind Wiederholer bei uns im Europapark. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute jetzt am ersten Öffnungstag einen schönen, angenehmen Tag. Genießen Sie die Stunden mit Ihrer Familie. Genießen Sie
das Wegkommen vom Alltag. Denken Sie mal nur an schöne Dinge heute und nicht an die traurige, graue Zeit um uns herum. Ich glaube, der Europapark ist ein Spaßmacher. Der Europapark bringt Familien zusammen. Der Europapark führt internationale Menschen friedlich zusammen. Es ist ein Friedensprojekt, dieser Europapark. Und dafür danke ich Ihnen. Da haben Sie mit dran gearbeitet. Ich weiß, was Sie alles dazu beigetragen haben. Ich darf nun ich zähle runter. 10, 9,